Stunde einen Augenblick Zeit. Hauptbetrieb. Nur eine Minute. In Ordnung. Die Schacht noch drei mehr. Ja. Ich will nicht, dass uns jemand sieht. Gut. Sehen wir uns heute Abend? Hast du denn Zeit? Wann wirst du abgelöst? Um 6. Werde ich um 6:30 bei dir. Oh, Entschuldigung. Nur rein. Ich will nur was holen. Lass dich nicht stören. Bis heute Abend. Ich hole noch meine Zigaretten. Schon gut, Alfred. Hast du nichts dagegen, wenn ich zwischendurch meine Zigaretten bauen will? Aber nein. Versucht immer wieder aufzuhören mit dem Rauchen, aber ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach. Du musst dich doch nicht immer entschuldigen. Das ist ein hübsches Mädchen, die Greta, ne? Ja, das ist sie. Ja, man merkt das, dass sie dir gefällt. Du hast nichts dagegen, ne? Nee, ich nicht. Nee, ich meine, also niemand von uns, von denen, die es sehen, die es bemerken. Die haben ja alle Augen im Kopf, ne? Und du zeigst ja auch, was mit dir los ist. Nur, ich glaube, deine Frau, nicht wahr? Also, Entschuldigung, aber deine Frau, die hat ja auch Augen im Kopf. Ja, vielleicht. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Also dann. Jetzt. Gehen Sie mal einen Moment hinaus, Fräulein Hasselbach. Wer ist es? Eine von den Kellnerinnen, oder? Fängst du wieder damit an? Es ist eine von den Kellnerinnen. Du siehst Gespenster. Wann wirst du damit aufhören? Du hast mich immer betrogen, ich weiß. Aber diesmal ist es anders. Was ist anders? Du hast es mich früher nicht so spüren lassen. Was lasse ich dich spüren? Du bist lieblos geworden. Gleichgültig. Daran sehe ich, dass es diesmal anders ist. Kann ich nur losfahren? Ja. Tag, Herr Lohbach. Bitte sehr. Herr Robert? Ja, Chefin? Eine Frage. Sie sind doch mit meinem Mann befreundet. Na ja, befreundet. Wir spielen miteinander Skat, ab und zu. Das wissen Sie ja. Ja, ich weiß. Wir sind einfach Skat-Freunde, ja. Das ist ja nichts Besonderes. Ich verstehe schon. Sie haben Angst, dass ich Sie etwas fragen könnte. Dass Sie mich was fragen könnten? Ich will Sie nicht in Verlegenheit bringen. Entschuldigen Sie. Was wollte Sie denn? Mir eine Frage stellen, die Sie nicht gestellt hat. Was für eine Frage? Kannst du dir das nicht denken? Jakob? Ja, ich bin's. Ich habe gerade geduscht. Ich bin gleich soweit. Du kommst spät. Ja, ich weiß. Du wolltest Geschäfte erledigen? Ich habe die erledigt. Willst du was trinken? Nein, danke. Ich gehe gleich schlafen. Ich möchte noch mit dir sprechen. Aber nicht darüber. Willst du dich scheiden lassen? Nein.
Wäre das nicht die beste Lösung? Nein, das wäre nicht die beste Lösung. Du wärst wieder dort, wo du hergekommen bist. Du hattest keinen Pfennig, als ich dich geheiratet habe. So ist es. Ein Zustand, an den du dich nicht wieder gewöhnen könntest. Nein. Was soll aus uns werden? Bitte sag mir jetzt, was soll aus uns werden? Tu mir bitte einen Gefallen und verschone mich mit diesem Gespräch. Das kann ich nicht. Ich muss wissen, was du dir vorstellst. Du musst doch eine Vorstellung haben von deinem Leben. Von meinem Leben. Willst du, dass ich mich umbringe? Würdest du es denn tun? Hat mich gebeten, ich konnte dir das nicht abschlagen. Worüber willst du mit mir sprechen? Das wirst du schon wissen. Keine Ahnung. Tu mir den Gefallen, Jakob, nur ein paar Minuten. Luise wird mich fragen. Dann komm. Du hast eine Geliebte. Wahrscheinlich eine von euren Kellnern. Weiter? Luise ist unwahrscheinlich gekränkt. Gekränkt und unglücklich. Kannst du dir ja wohl vorstellen. Sie sagt, sie weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Das weiß ich auch nicht, Robert. Das ist doch keine Antwort, Jakob. Was willst du wissen? Kannst du nicht aufhören mit der Geschichte mit dieser Kellnerin? Die Kellnerin ist da gar nicht so wichtig. Ja, wenn sie nicht wichtig ist, dann kannst du doch einfach Schluss machen. Mehr will doch Luise gar nicht. War's das jetzt? Ja, das war's. Ich sagte das nur, weil Luise mich drum gebeten hat. Entschuldige, wenn ich mich da reinmische. Mach dir keine Sorgen. Luise sagt, du hast dich ungeheuer verändert. Du bist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Eiskalt. Gut. Ihr seid jetzt 10 Jahre verheiratet. Glaub mir, ich verstehe das. Da kühlt die Liebe ab. Das ist ganz natürlich. Aber wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann nicht ein bisschen liebenswürdiger sein? Entschuldige, wenn ich dir diesen Rat gebe, aber dann würden doch eure häuslichen Schwierigkeiten mit einem Schlag beseitigt sein. Und das kostet ja wohl nicht viel. Dann trinkst du jetzt am besten was. Tja, ein Bier könnte wohl jetzt nicht schaden. Komm doch rein. Ich wollte nur ein paar Züge machen, entschuldige. Entschuldige dich doch nicht schon wieder. Geh dein Bier trinken. Tja. Hat sie dir jetzt ihren Bruder auf den Hals geschickt? Sag mal, hättest du Lust am Sonntag zu einem Skatspiel? Sonntag? Jo, warum nicht? Sagst du dem Kessler Bescheid? Ja, ich glaube, der hat was vor Sonntag. Soll ich mich kümmern um den dritten Mann? Nein, lass mal. Du spielst doch auch ab und zu Skat. Naja, schon, aber nicht besonders gut. Hast du Zeit am Sonntagvormittag, so gegen 10?
Ja, gut, bei dir zu Hause? Nein, hier, am Sonntag ist ja Ruhetag. Ja. Da sind wir ungestört und zu essen und zu trinken haben wir auch. Also bis Sonntag, ja? Bis Sonntag, ja. Spargel, italienische Apfel, Parmesan, Tomatenwürfel und geschmolzene Butter, Spargel, Morsel. Lass mich nicht stören, ich hole dir den Autoschlüssel. Fräulein Hasselbach. Ist das nicht ein bisschen albern, andauernd diese Kriterien rauszuschicken? Hm? Hat mein Bruder mit dir gesprochen? Ja. Er trinkt gerade ein Bier. Ist das alles, was du dazu sagst? Ja. Seit Tagen holst du dir den Autoschlüssel. Wohin fährst du? Im Moment ist doch gar nichts zu erledigen. Du bekommst den Schlüssel nicht. Ihr Wagen steht hier, Herr Lobach. Irgendjemand hat sie auf ihren Parkplatz gestellt. Bitte. Auf den schönen Abend. Oh, danke. Vielen Dank, Herr Lobach. Bitte sehr. Ich habe den Eindruck, Luise, dass er es sich zu Herzen genommen hat. Er weiß doch, was er aufs Spiel setzt. Hat er dir gesagt, wer es ist? Nein. Aber es ist eine von meinen Kellnerinnen. Ja. Die schmeiß ich raus. Er sagt, die seien nicht so wichtig. Aber wer ist es? Ja? Frau Lubach? Ja, hier ist Frau Lubach. Haben Sie ein Wochenendhaus in Forstenried? Ja, was ist damit? Wer sind Sie? Fahren Sie da mal am Sonntagvormittag hin. Da werden Sie eine Überraschung erleben. Was für eine Überraschung? Ihr Mann wird dort sein. Mit seiner Freundin. Hallo? Hallo? Willst du mir nicht sagen, wo du warst? In der Stadt. Jakob. Wir haben sicher keine schöne Zeit zusammen. Was meinst du? Meinst du nicht, dass wir einen Versuch machen sollten, zu einem normalen Verhältnis zurückzufinden? Das halten wir doch beide nicht aus. Was stellst du dir vor? Wollen wir nicht am Sonntag rausfahren, einen Ausflug machen nach Salzburg oder Kufstein oder vielleicht nach am Bodensee? Was hältst du davon? Tut mir leid, am Sonntag habe ich schon was vor. Was hast du denn vor? Ich habe mich zum Skatspielen verabredet. Ach so. Ja, bin ich der Erste? Nein, der Chef ist schon da. Er telefoniert gerade. Hallo Alfred, ich rufe eben gerade noch mal zu Hause an, aber meldet sich niemand. Schon weg. Hat deine Frau dich gehen lassen? Ja, aber ungern. Ich habe ihr gesagt, sie spielt mit dem Chef. Das ist so gut wie Deals. Und außerdem gibt's frei Bier. Sam! Komm rein! Ah, ich verstehe schon. Die Herren möchten erst mal ein Bier. Bin schon dabei. So. Ja. Hast du einen dritten Mann? Da kommt er, mein Schwager. Da bist du ja. Ich dachte, hoffentlich hat er es nicht vergessen. Oh nein. Aber ich muss noch mal betonen, ich spiele nicht sehr gut.
Gut spiele ich auch nicht. Am besten spielt der Chef. Der überlegt jede Karte, die er ausspielt. Was macht denn deine Frau heute? Die wollte heute in unser Wochenendhaus. Frühjahrsputz. Guten Tag, Frau Lobach. Ja, guten Tag, Herr Lechner. Ist was mit Ihrem Wagen? Nein, nein. Haben Sie den Wagen von meinem Mann heute schon gesehen? Nein, aber es muss jemand da sein. Ich habe gestern Abend schon Licht gesehen. Ja, was machen Sie denn heute im Wald? Die Waldschäden, Frau Lobach. Dauernd heißt es Bestandsaufnahme machen. Schönen Tag noch. Wie spät ist es denn eigentlich? 2 Uhr. 2 Uhr? Wollen wir Schluss machen? Ja, von mir aus gerne. Ja, dann möchte ich mal zusammenrechnen, wie die Sache ausgegangen ist. Tut mir leid, Jakob. Ihr habt nicht gut gespielt. Das spielt doch keine Rolle. Hast du noch was vor, heute? Ja, Lisbeth wartet auf mich. Ich mach den Vorschlag. Fahr mit mir nach Haus. Ruf Lisbeth an. Dass er auch kommt, dann machen wir einen Familientag. Ist Luise nicht unterwegs? Och, die könnte eigentlich auch schon wieder zu Hause sein. Na gut. Das heißt, haben wir Besuch. Sind Sie zu Lobach? Ja, ganz recht. Ich bin Lobach. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Sagen Sie bitte, Ihre Frau, ist das Luise Lobach? Ja, ist was passiert? Darf ich fragen, wer Sie sind? Das ist mein Schwager, der Bruder meiner Frau. Was ist denn los? Es tut mir sehr leid, Herr Lobach, Ihre Frau ist tot. Sie ist ermordet worden. Ja, sie wollte in unser Wochenendhaus, Frühjahrsputz. Dort ist sie ermordet worden? Tja, das Wochenendhaus war höchstwahrscheinlich nicht abgesperrt. Nicht abgesperrt? Nein, weil bereits vor ihr einer im Haus war und der hat ihre Frau erwürgt. Sagen Sie, wie wurde die Tat entdeckt? Offenbar ziemlich schnell. Meine Frau ist etwa gegen 10 losgefahren. Jetzt ist es 3. Es gibt einen Zeugen. Einen Zeugen? Einen Forstarbeiter, ja, der noch kurz vorher mit ihrer Frau gesprochen hat. Er hat einen Mann wegrennen sehen. Einen Mann wegrennen sehen? Tja. Und das hat diesen Forstarbeiter stutzig gemacht. Er ist ins Haus und fand ihre Frau. Ein Forstarbeiter? Es gibt da mehrere. Ich kenne Sie alle, weil wir haben das Wochenendhaus seit 10 Jahren. Wer war es denn? Der heißt Lechner. Aha, der Lechner. Der hat jemanden wegrennen sehen. Konnte er den mal beschreiben? Ungefähr. Aussehen, Größe, Kleidung? Sagt ja ungefähr. Dann haben Sie Anhaltspunkte. Wie schätzen Sie die ein? Ja, wir hoffen, dass die uns natürlich weiterbringen. Sie können uns nicht helfen, was? Wie denn? Wie sollte ich das? Sagen Sie, Sie haben das Wochenendhaus doch nicht vermietet. Vermietet? Ja, weil man in der Nacht zuvor dort Licht gesehen hat.
Wir vermieten unser Wochenendhaus nicht. Da hat sich jemand unerlaubt Zugang verschafft. Ist was gestohlen worden? Nee, das konnten wir bis jetzt noch nicht feststellen. Wissen Sie, am besten ist, Sie schauen sich das Ganze mal an. Ja, natürlich, selbstverständlich. Sollte mein Schwager nicht auch mitkommen, du hast doch Zeit. Na ja, natürlich, ja. Müsste ich Lisbeth anrufen. Natürlich ruft sie an. Er ruft nur seine Frau. Ja? Wo bist du? Ich bin hier im Haus von Luise. Lisbeth, Luise ist ermordet worden. Hat er sie umgebracht? Wer? Wen meinst du? Wen ich meine? Jakob. Hat Jakob sie umgebracht? Nein, nein, nein. Sie wurde im Wochenendhaus umgebracht. Ich wollte nur sagen, ich fahre jetzt mit Jakob und der Polizei ins Wochenendhaus. Ja, ich melde mich wieder. Das Telefongespräch eben mit dem Schwager war ganz interessant. Ja. Als er seiner Frau sagte, dass ihre Schwester ermordet worden ist, da sagte sie, ja, sie muss ganz spontan etwas gesagt haben. Was sagte er darauf? Sofort, eigentlich ohne nachzudenken. Nein, nein, nein. Ne? Sie wurde im Wochenendhaus umgebracht. Genau. Ja, das hier ist alles in Ordnung. Fernseher, Radio, alles da. Aber das ist ja alles ganz dreckig. Das sind überall Fingerabdrücke genommen worden. Ich verstehe. Im Schlafzimmer? Ja. Ist sie noch da? Nein, die Tote wurde schon weggebracht. Guten Tag, Herr Lobach. Mein Beileid. Ich danke Ihnen. Ich höre, Sie haben den Täter gesehen. Ja. Sie haben der Polizei ja schon alle Angaben gemacht. Ja, es ist alles aufgenommen worden. Sie konnten den Mann ziemlich gut beschreiben, habe ich gehört. Ja, einigermaßen. Ich denke, ich kann dann losfahren, oder werde ich noch gebraucht? Nein, Sie können losfahren. Dann komm bitte. Kennen Sie die Familie Lobach gut? Einigermaßen. Sie kenne ich besser als ihn. Sie war wirklich eine nette Frau. Und Lobach? Sagt ja. Ihn kenne ich weniger. Also, was haben wir bis jetzt? Fassen wir einmal zusammen. Eine Frau besucht ihr Wochenendhaus und wird dort von einem Mann getötet. Der nicht dort gewohnt hat. Es ist ja nichts benutzt. Kein Geschirr. Außer das Bett. Ja, auf dem er nur gelegen hat. Es kann auch kein Einbrecher sein. Weil nicht gewaltsam eingedrungen ist. Die Fenster waren verschlossen. Die Tür, die zeigt kein Zeichen von gewaltsamem Öffnen. Es sieht so aus, als habe der Mann einen Schlüssel gehabt. Ja, außerdem ist ja nichts weggekommen. Überhaupt nichts. Der Täter hat auf sein Opfer gewartet, was wiederum bedeutet, dass er ganz genau gewusst haben muss, dass das Opfer auch kommt. Oder machen wir einen Fehler? Ich wüsste nicht, wo. Dann haben wir es mit einem besonders hinterhältigen Mord zu tun. Ja? Ich bin's, Greta. Ich bin schon fertig. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Ich muss dir etwas mitteilen, Greta. Es ist etwas passiert. Was ist passiert? Was ist sie? Mein Schwager war gerade bei mir. Du weißt, wir haben heute Vormittag Skat gespielt, als die Polizei kam. Im Wochenendhaus, sagst du? Ja, sie ist erwürgt worden. Erwürgt? Der Täter ist noch völlig unbekannt.
Du verstehst, dass ich jetzt nicht zu dir kommen kann. Wir sehen uns morgen. Obacht, ich habe gehört, die Chefin ist tot. Ja? Ja, das geht wie ein Lauffeuer rum. Keiner, der es glauben will. Lass den Wagen. Mach ich, Herr Lobach, mach ich. Mein herzliches Beileid, Herr Lobach. Ja, wir sind ja alle ganz fassungslos. Wie ist denn das passiert? Ich hab dir doch gesagt. Sie wollte in unser Wochenendhaus. Frühjahrsputz. Die Tür war unverschlossen. Wahrscheinlich. Irgendjemand hatte sich Einlass verschafft. Irgendjemand, den sie überrascht hat. In der Panik. Möglicherweise hat er Luise erwürgt. Wann ist das passiert? Während wir Skat gespielt haben. Greta? Ja. Kommst du gleich mal zu mir? Morgen. Morgen. Sie haben schon gehört, was passiert ist. Ja. Sie werden etwas mehr zu tun haben jetzt, aber Sie kennen sich aus. Ich sagte, Sie kennen sich ja aus. Ja, ich kenne mich aus. Ja? Wohin wollen Sie denn? Soll ich nicht wieder hinausgehen? Ja, gehen Sie einen Moment hinaus. Entschuldige, dass ich gestern nicht mehr gekommen bin. Ja, das verstehe ich doch. Wer hat sie denn umgebracht? Niemand weiß es. Die Ermittlungen sind im Gang, aber es gibt keine Anhaltspunkte, oder nur sehr wenige. Du kannst jetzt zu mir ins Haus ziehen. Nach und nach ziehst du um. Packst deine Sachen, kommst zu mir. Wäre das nicht ganz falsch? In diesem Augenblick? Auf wen du willst Rücksicht nehmen? Komm her. Wir brauchen doch auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Wenn Sie nicht zu uns gekommen wären, dann wäre ich zu Ihnen gekommen. Er hat Sie umgebracht. Er, Lobach war es. Das kannst du doch nicht sagen, Lisbeth. Weißt du denn, dass sie mich gestern früh noch angerufen hat? Sie sagte, Lisbeth, er will mich umbringen. Er hat sie aber nicht umgebracht. Wenn er es nicht war, dann hatte sie umbringen lassen. Um Gottes Willen, Lisbeth. Ich bleibe dabei. Jemand hat es getan. Für ihn, in seinem Auftrag. Er steckt dahinter, ich schwöre dir das. Was Sie davon halten, das ist mir gleichgültig. Ja, schon in Ordnung. Also die Ehe war, ja, man kann ja nur sagen, sie war schlecht. Die Hölle war es. Die reine Hölle. Er hat sie betrogen, wo er nur konnte. Hat er nicht jetzt wieder ein Verhältnis mit einer Kellnerin? Ja, schon. Ja, aber das allein war es ja gar nicht. Er war völlig gefühllos. Sie sagte, Lisbeth, er hat sich verändert. Er ist völlig gefühllos geworden. In seiner Gegenwart, da friere ich. Ich bekomme Angst. Ich kann nicht mehr atmen. Ja, ja. Ja? Guten Tag, Herr Mober. Grüß Gott. Sag den Herrn. Sind wir Sie mal ausfallen lassen wollen? Guten Tag, Frau Hasselmann. Gibt es irgendetwas Neues, um Ihre Ermittlungen etwas ergeben? Entschuldigung, wollen Sie das nehmen? Mhm. Darf ich Ihnen was zu trinken? Nein, danke.
Ja, es gibt nichts Neues. Ne? Wissen Sie, wir ermitteln halt noch und Ihre Ehe, die war nicht sehr glücklich, was? Nein, das war sie nicht. Was ja nichts Besonderes ist. Viele Ehen, die nicht glücklich sind, meine auch nicht. Wer hat darüber gesprochen? Ihre Schwägerin. Hä? Lisbeth. Keine besondere Freundin von mir. Sie würde mich gern für den Mörder halten, wenn sie könnte. Keine Sorge, sie tut es. Sie tut es. Gestern früh habe Ihre Frau Sie noch angerufen und zu ihr gesagt, mein Mann will mich umbringen. Wissen Sie, dass sie fast recht hat? Hat sie. Unsere Ehe, die war zur Qual geworden für sie, für mich. Da denkt man natürlich daran, was der Tod ändern könnte. Der Tod schafft eine völlig neue Situation. Und darüber haben Sie mit Ihrer Frau gesprochen? Nein. Ich habe ja gesagt, ich habe darüber nachgedacht. Viele Leute in ähnlicher Situation denken doch, was wäre, wenn sie tot wäre, was wäre, wenn er tot wäre. Sie haben recht, das passiert sicher häufig. Sie haben eine Freundin. Ja, eine Kellnerin hier im Lokal. Mit der Sie zusammenleben möchten, nicht? Ja. Ich habe sie gerade gebeten, zu mir ins Haus zu ziehen. Und, wird sie es tun? Ich denke doch. Ja, noch eine andere Frage. Diese Gaststätte gehört Ihrer Frau. Ja. Und jetzt gehört sie Ihnen. Ja. Ich verstehe durchaus, was Sie meinen. Eine unglückliche Ehe, eine Geliebte, eine Erbschaft. Sie würden mich auch gern für den Mörder halten. Einen Moment mal, wir halten grundsätzlich niemanden für einen Mörder. Wenn unsere Arbeit beendet ist, dann wissen wir, wer der Mörder ist. Aber ich bin es nicht. Herr Probal? Ja? Kriminalpolizei, können wir Sie mal kurz sprechen? Ja, ich habe jetzt... Übernimm du mal für mich Tisch 3. Ja. Wo können wir hingehen? Ja, wir haben da einen Aufenthaltsraum. Ja gut, kommt. Sei gut, Herr. So. Hier. Danke. Herr Probal, Sie haben gestern Morgen mit Ihrem Chef Skat gespielt, nicht? Ja. Spielen Sie öfter miteinander Skat? Ja, ab und zu, ne? Dann nicht regelmäßig. Mhm. Und Sie haben hier gespielt, hier in dieser Gaststätte, nicht wahr? Ja, hier im Lokal, da ist ja geschlossen sonntags. Ja, ja. Wann kam denn eigentlich die Verabredung zu diesem Skatspiel zustande? Ja, das war am Freitag. Überraschend, nicht? Ja. Ein bisschen überraschend schon, ja. Und dass der Schwager von Lobach, dass der da mit von der Partie ja, das war überraschend, mhm. Ja. Das war neu, der war ja sonst nie dabei. Das ist ein ganz schlechter Spieler. Mhm. Wurde das Wochenendhaus erwähnt? Ja, Herr Lobach sagte, dass seine Frau ins Wochenendhaus fahren wolle, ja. Wie war denn eigentlich das Verhältnis zwischen den beiden? Ach, sau schlecht. Ja. Jakob, Kriminalpolizei. Ja, ich weiß, die Herren waren ja bei mir. Was für Fragen haben Sie die denn gestellt? Ja, na, sagen Sie es mir. Ja, Sie haben gefragt nach unserem Skatspiel gestern. Ja, wir überprüfen mein Alibi. Das wär's. Sie können gehen. Jawohl. Herr Lobach, wir hätten sehr gerne mal mit Ihrer Freundin, dieser Kellnerin, gesprochen. Die habe ich jetzt gerade nach Hause geschickt. Ich habe Ihnen ja gesagt... Dass Sie zu Ihnen ziehen werden. So ist es. Geben Sie uns den Namen und die Adresse? Ja, natürlich. Wo haben Sie denn das Bild her? Ihre Frau hat es mir mal gegeben. Ich habe sie darum gebeten. Ich habe nichts dagegen, dass Sie das Bild da stehen haben. Ich wollte dir nur sagen, die Polizei wird gleich bei dir sein. Die Polizei? Kommt zu mir? Warum denn? Wenn er Fragen stellt, muss keine Angst haben. Beantworte alle Fragen offen und ehrlich. Ja, ja. Jakob? Ja? Die ganze Zeit quält mich etwas. Was?
Hast du etwas mit dem Mord zu tun? Darüber denkst du nach. Du vergeudest aber deine Zeit. Ruf mich an, wenn die Leute bei dir waren. Guten Tag. Guten Tag. Das ist mein Bruder. Ja, ich habe gehört, weil ich meine Schwester sprechen wollte, dass Frau Lobach ermordet worden ist. Und dachte ich, ich schaue mal nach meiner Schwester. Verständlich, weil es Sie ja betrifft. Wie meinen Sie? Hm? Oh nein, ich wollte sagen, weil es Ihre Schwester ja betrifft. Wieso betrifft es Sie? Ihre Schwester ist ja die Freundin von Herrn Lobach. Ah, so, ja. Das ist sicher richtig, aber ich meine, das ist auch nichts Besonderes. Da haben Sie recht, das ist auch nichts Besonderes. Weil solche Beziehungen gibt es immer und überall und insofern meine ich, ist es nichts Besonderes. Nee, ist nichts Besonderes, ne? Sagen Sie bitte, hat Herr Lobach Ihnen mal gesagt, dass er sich von seiner Frau trennen will? Ja, das hat er gesagt. Gab es da Schwierigkeiten? Hm? Na gut, ich gebe Ihnen gerne mal ein Beispiel. Wollte Frau Lobach sich nicht scheiden lassen? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Hat der Lobach nie darüber gesprochen? Hat er nicht zu Ihnen gesagt, zum Beispiel, was weiß ich, hab noch ein bisschen Geduld, es wird sich schon eine Lösung finden? Ja, wollen Sie die Frage nicht beantworten? Er sagte, es dauert nicht mehr lang. Er sagte, sie wird schon einwilligen. Einwilligen müssen. Wie stehen Sie eigentlich zu Lobach? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sind Sie miteinander befreundet? Nein. Nein. Mit Lobach kann man nicht befreundet sein. Warum nicht? Weil er nicht der Typ ist. Haben Sie ein bisschen Zeit jetzt? Ich? Zeit? Wozu? Wir möchten Sie nach Hause bringen. Warum wollen Sie mich nach Hause bringen? Hören Sie mal einen Moment auf zu schreiben. Rausgehen müssen Sie nicht. Greta, warum höre ich nichts von dir? Sie waren doch gerade hier. Nein, Sie sind schon weg. Rudolf war hier. Sie haben ihn mitgenommen. Im Moment arbeiten Sie also nicht, ne? Was sind Sie denn vom Beruf? Setzer in einer Zeitungsdruckerei. Seit wann sind Sie arbeitslos? Seit einem Jahr. Oh Gott, gibt's auch kein Arbeitslosengeld mehr. Also Ersparnis oder was? Es geht schon nicht sehr viel. Haben Sie Aussicht auf eine andere Stellung? Oh, in meinem Beruf ist es schwer. Hilft Ihnen Ihre Schwester? Wie meinen Sie? Na, finanziell. Das kann sie ja gar nicht. Oder hilft Ihnen Lobach? Lobach? Kennen Sie das Wochenendhaus der Lobachs? Ich einmal hat es Lobach mir und meine Schwester gezeigt. Waren Sie drin im Haus? Er wollte, dass wir es uns ansehen. Warum? Weil es hübsch eingerichtet ist. Wann war das? Oh, das ist lange her. Na, vielleicht erinnern Sie sich trotzdem. Hat Lobach damals, hat er den Schlüssel zum Wochenendhaus bei sich gehabt? Natürlich hat er ihn bei sich gehabt.
Das ist gar nicht so natürlich. Wochenendhäuser stehen oft sehr lange leer. Man bittet jemanden, nach den Rechten zu sehen. Nein, nein, also was ich meine ist, der Schlüssel hätte ja irgendwo deponiert sein können. Nein, nein, er hatte ihn bei sich. Ja. Sie müssen wissen, das ist sehr wichtig für uns, denn jemand war gestern im Haus und der muss einen Schlüssel gehabt haben. Und den kann er ja nur von wem bekommen haben. Ja, lassen wir das erstmal. Haben Sie ein Bankkonto? Ja, ich habe ein Bankkonto. Haben Sie die Auszüge da? Können wir die mal sehen? Warum? Wollen Sie die sehen? Ja, Sie müssen sie uns auch nicht zeigen, aber es macht natürlich keinen guten Eindruck. Und wenn ich sage, ich gebe sie Ihnen nicht? Tja. Hat Lobach Ihnen Geld gegeben? Erschreckt Sie die Frage? Nein, nein. Ich will daraus gar kein Geheimnis machen. Lobach unterstützt mich. Das tut er seit einem halben Jahr. Weil ich sonst nicht zurechtgekommen wäre. Guten Tag, Herr Lober. Gerade wollte ich Sie anrufen. Wollten Sie das? Da ist ein ruhiger Platz, der Tisch ist der rechte. Der passt. Trinken Sie ein Bier mit? Ja, ja, gerne. Alfred, drei Bier. Wissen Sie, ich mache mir natürlich auch Gedanken. Ich frage mich natürlich auch, wer hat Sie umgebracht? Und da kam mir ganz plötzlich eine Idee. Eine Überlegung, eine Vermutung. Wer der Mörder sein könnte? Ja. Darf ich das jetzt mal loswerden? Nur zu. Der Tatbestand, der Sie natürlich sehr irritiert, der ist ganz eindeutig. Ich fühlte mich gebunden an eine ungeliebte Frau. Und befand mich in einer Beziehung zu einer jungen, einer wesentlich jüngeren Frau, einer Beziehung, die ich gerne legalisiert hätte, was verständlich und nur natürlich ist. Das Gefühl, gebunden zu sein, nicht raus zu können aus der Ehe, ist quälend. Ich habe daraus keinen Hehl gemacht, niemandem gegenüber. Rudolf Riemann. Der Bruder meiner Freundin. Ich höre, Sie haben ihn kennengelernt? Naja, wir haben ihn kennengelernt. Was für einen Eindruck hatten Sie von ihm? Boah, er war ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt? Ich war nicht aufgeregt, Harry? Doch, sehr aufgeregt. Wissen Sie, dass das, was Sie da sagen, meine Vermutungen, meine Befürchtungen bestätigt? Der junge Mann ist ohne Arbeit und dadurch völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Seit einem halben Jahr. Unterstütze ich ihn. Ich gebe ihm Geld. Ich spreche ihm Mut zu. Ich sage ihm, dass er sich auf mich verlassen kann. Er ist mir dafür ungeheuer dankbar. Auf eine geradezu überschwängliche Art und Weise, die mir unangenehm ist. Er sagte, er beteuerte geradezu immer wieder, es wird der Moment kommen, in dem ich dir helfen kann.
Und da kam mir ganz plötzlich der Gedanke, ob er glaubte, mir helfen zu können, mir und seiner Schwester, indem er meine Frau umbringt. Jetzt müssen Sie mir sagen, ob ich da einen völlig abwegigen Gedanken habe, der mir ganz plötzlich kam und den ich ganz einfach nicht aus dem Kopf kriege. Nein, nein. Wir verstehen Sie schon. Also Sie könnten tatsächlich den Bruder Ihrer Freundin für einen Mörder halten? Ich sage Ihnen ja, der Gedanke kam mir ganz plötzlich. Eine Vermutung. Eine Befürchtung. Jetzt wird mir manche Äußerung klar, die er getan hat. Welche Äußerung meinen Sie? Etwa, du wirst mir eines Tages mal dankbar sein. Du wirst mir dankbar sein. Und auch Greta, ihr beide werdet mir dankbar sein. Das bekommt er mich jetzt. Makabern Sinn. Oder sehe ich das falsch? Nein, nein, nein. Das, was Sie da sagen, das ist ungeheuer interessant für uns. Mein Vorschlag. Sagen Sie ihm die Tat auf den Kopf zu. Wenn er leugnet, das wird er bestimmt tun, nehmen Sie ihn mit, das Wochenendhaus. Holen Sie den Lechner, der hat den Mann ja gesehen und man kann sich dann vielleicht erinnern. Schlecht? Nein. Das ist ein verdammt guter Vorschlag. Herr Lobach, Telefon. Wer ist es denn? Herr Riemann. Riemann. Vielleicht ganz interessant zu hören, was der von mir will. Ja. Gehen Sie mal. Was sagt man denn zu sowas? Jetzt hat er aber eine Karte ausgespielt. Und was für eine. Auf Wiedersehen, Frau Hasselbach. Wiedersehen. Ich soll Frau Lobach umgebracht haben. Ich? Nein, nein, nein. Wie kommen Sie darauf? Lobach brachte uns auf den Gedanken. Er gab uns gute Gründe dafür. Lobach? Das ist ganz unmöglich. Ausgeschlossen. Lobach doch nicht. Er sagte, er sei ganz sicher, dass Sie den Mord begangen hätten. Das kann Lobach niemals gesagt haben. Lobach. Niemals. Ja, ich war dabei. Ich hab's gehört. Sie hätten gesagt, du wirst mir noch dankbar sein. Noch Greta wird mir dankbar sein. Wird mir dankbar sein. Sagte, heute wisse er erst, was Sie damit gemeint haben können. Sie lügen. Sie lügen. Geben Sie doch zu, dass Sie lügen. Warum lügen Sie? Machen Sie mal Ihren Kleiderschrank auf. Hose, braune Jacke. Ziehen Sie es an. Wir sind soweit. Sie haben hier gestanden, ja? Ja, so ziemlich genau. Mhm. Gut, Harry! Sie kommen jetzt aus dem Haus rausgelaufen? Oder haben Sie Angst, hier reinzugehen? Kommen Sie. Und zwar laufen Sie in diese Richtung auf die Brücken zu, okay? Los! Was ist er? Aber er war es doch, Lobach war es doch. Er sagte zu mir, Rudolf, tu es. Tu es für mich. Du bist mir das schuldig. Seit einem halben Jahr kriegst du Geld von mir. Tu es für mich, für deine Schwester, für uns. Ich sagte, Jakob, ich kann doch keinen Menschen umbringen. Aber immer wieder sagte er zu mir, tu es für mich. Du bist mir das schuldig, du bist mir das schuldig. Ich konnte es nicht.
Wissen Sie, dass ich darauf gewartet habe? Worauf? Dass er das sagen würde. Dass er mich hinstellen würde als den Urheber des Verbrechens. Und wissen Sie, was ich dazu sage? Unsinn. Eine Schutzbehauptung, für die es nicht den Schatten eines Beweises gibt. Wissen Sie, dass Sie jetzt etwas gesagt haben, worauf ich gewartet habe? Registrieren Sie meine Aussage. Frau Hasselbach, kann ich Sie mal sprechen? Ja. Bitte. Frau Hasselbach, Sie haben ein Foto von Frau Lobach auf Ihrem Schreibtisch stehen. Ja. Mit einem Trauerflor. Ja. Nun, ich nehme an, Sie mochten Frau Lobach. Ja. Was sagte denn eigentlich Herr Lobach zu diesem Foto auf dem Schreibtisch? Hat er Sie mal daraufhin angesprochen? Ja. Er sagte, es stört ihn nicht. Sie wissen, dass wir den Täter haben? Ja. Herr Lobach sagte es mir. Gut. Also, passen Sie auf die Frage, die wir jetzt untersuchen, die Frage, die uns sehr beschäftigt, ist, wurde Riemann zu diesem Mord angestiftet? Könnten Sie etwas dazu sagen, Frau Hasselbach? Ja, er wurde dazu angestiftet. Am Tag vor dem Mord trafen sich Lobach und Riemann im Büro. Ich wurde hinausgeschickt, wie so oft. Aber ich kann sehr gut hören. Ich hörte, wie Lobach sagte, sie wird morgen im Wochenendhaus sein. Machte ich die Tür auf und sah, wie Lobach den Schlüssel zum Wochenendhaus aus dem Schreibtischfach von Frau Lobach holte und ihn Riemann übergab. Würden Sie uns diese Aussage unterschreiben, Frau Hasselbach? Ja. Was soll das? Ich kündige, Herr Lobach. Herr Steffen, das passt doch nicht zusammen. Ich meine, die Hasselbach, die mag den Lobach nicht. Die erzählt da irgendetwas. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Dann lass uns doch mal hören, was der Riemann dazu sagt. Was hat sie gesagt? Dass ich im Büro, dass Lobach den Schlüssel vom Schreibtischfach von Frau Lobach geholt habe? Und dass Sie ihn dann entgegengenommen haben? Ja. Was heißt hier ja? Ja, so war es. Lobach zog das Schreibtischfach von Frau Lobach auf und sagte, hier ist der Schlüssel, tu's, du bist mir das schuldig. Ja, so war's, die Frau hat recht. So war's. Was? Was? Willst du dem Riemann den Schlüssel übergeben haben? Die Hasselbach ist ja wahnsinnig, das stimmt nicht. Was hat sie alles gehört? Ich hätte dem Riemann den Auftrag gegeben, meine Frau zu ermorden. Das hat sie gehört? Die Frau ist wahnsinnig. Aber Riemann bestätigt es. Er sagt genauso was. Der lügt. Ich habe zwei gleichlautende Aussagen. Hier sind sie. Dagegen komme ich nicht an? Nein, dagegen kommen Sie nicht an. Das glaube ich aber schon. Das haben die sich aus den Fingern gesogen, aus den Fingern, die Hasselbach und der Riemann.
Da haben sich zwei Schwächlinge zusammengetan. Mit Ihnen. Ich habe hier zwei gleichlautende Aussagen unterschrieben. Unterschrieben. Dagegen komme ich nicht an. Sie brauchen nicht darauf zu warten, dass ich anfange zu wimmern, dass ich in die Knie gehe, dass ich weiche Knie kriege. Das passiert nicht. Niemals. Na, gut. Ich habe zu Rudolf gesagt, wenn du mich wirklich so sehr liebst, dann tu mir bitte den Gefallen. Zufrieden jetzt? Stefan? Du willst etwas sagen? Ja. Ich habe hier gerade die Tatortberichte. Hast du? Die Auflistung der Gegenstände, die die Tote bei sich hatte. Ja. Darunter befindet sich auch der Schlüssel zum Wochenendhaus. Ihr Schlüssel, den sie in der Tasche hatte. Aha. Na, wie schön, dass wir das jetzt nicht mehr wichtig nehmen müssen. Wir haben sein Geständnis. Komm jetzt.